Hi YouTube, wir schauen jetzt, wir müssen über den Pride Month sprechen. Von Carina, ich bin sehr gespannt. Wir müssen, glaube ich, wirklich über den Pride Month sprechen. Das ist doch der, wo diese queeren Menschen in den Vordergrund gedrückt werden oder sich selbst in den Vordergrund drücken und dann allen auf die Nerven gehen. Und dann verschwinden die das ganze Jahr wieder, oder? So ist es doch. Welches Fenster? Das ist das richtige Fenster. Also der Propagandamonat. Richtig, das ist der Propagandamonat, wo queere Menschen einfach, weiß ich nicht. Kinder indoktrinieren oder so. Hallo meine Lieben, welcome back zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist Juli, das heißt, der Pride Month ist vorbei. Also ja, aber eigentlich ist diesen Monat, oh Juli, es ist nicht mehr Juli. Aber Juli war Disability Pride Month. Perfekte Zeit, um über den Pride Month zu reden. Jetzt, wo viele Firmen ihre Social-Media-Profile wieder auf das Standard... Das ist halt wirklich so, oh Mann. ...Logo wechseln und die Stolzmonat-Patrioten sich wieder... Oh Gott. Ja, schnell hot so einfach als eigenes. ...andere Minderheiten zum Unterdrücken suchen. Lasst uns doch mal einen Blick auf den Pride Month werfen und woher dieser überhaupt kommt und warum der eigentliche Ursprung dieses Monats nicht in Vergessenheit geraten sollte. Denn bei allem Wunderschönen, was der Pride Month mit sich bringt, vor allem an Aktionen direkt aus der Community selbst, geht in dem Marketing rund um den Pride Month zwischen all den fancy Buzzwords manchmal ein bisschen verloren, woher dieser überhaupt kommt und warum es wichtig ist, immer noch für die Rechte von Queeren. Ja, auch das ist so wichtig, dass es dazu ein Video gibt, ne? Weil es stört mich auch so sehr. Carinas Make-up-Skills sind echt nicht von dieser Welt, absolut nicht. Es ist so krass. Es ist auch so sad, dass, also die Make-up-Artistin dabei, bei der Dart-WM war ja auch übelst krass. Und die hat das so schön gemacht und ich will das auch können. Aber die hat mir gesagt, bei meinen Haaren kann ich machen, was ich möchte. Ich kann keine Locken tragen. Zumindest nicht lang. Das geht alles weg. Und jetzt ist meine Hoffnung dahin. Sie hat gesagt, auch mit so Haltungszeug drin wird das nichts, weil meine Haare zu schwer sind und zu dicht sind. Ich meine, ich freue mich natürlich über meine dichten Haare, aber das ist trotzdem sad. Das ist doch schon mal so Löckchen, ja, aber nicht lang und die habe ich jeden Tag neu gemacht. Personen zu kämpfen. Lasst uns also einen kleinen Blick in die Geschichte des Pride Months werfen und die beginnt in den 60er Jahren in Stonewall, also im Stonewall Inn in der Christopher Street. Gib hier an. In United States of America. In den 60er Jahren machte sich die Hippie-Bewegung im ganzen Land breit. Die Antikriegsproteste nahmen Was denn des Wortes machten die sich alle breit, ne? Haben immer größere Ausmaße an, seitdem das US-Militär in Vietnam auch selbst mit Bodentruppen eingegriffen hat. Es lag ein neuer Zeitgeist in der Luft. Einer, der nach Veränderung und Peace und Love für alle roch. Doch eine Gruppe in der Bevölkerung bekam durch diesen neuen Zeitgeist vorerst leider nur wenig Rückenwind. Queers in Amerika lebten auch in den wilden 60ern weiterhin in Angst und konnten sich nicht öffentlich zu ihrer Lebensweise bekennen. Ja. Vergleichen wir das einfach mal, wenn wir heutzutage bei queeren Personen von einem Coming-out sprechen, meinen wir damit, dass sie öffentlich machen, wer sie wirklich tief im Herzen sind und wie sie sich fühlen. Das sind immer noch häufig abhängig von den Verhältnissen zur Familie und Freunden, schwierige Hürden, aber davon kann während der 60er in den USA überhaupt keine Rede leider sein. Es war praktisch undenkbar, öffentlich ohne Konsequenzen auszuleben, wer man wirklich ist. Auch wenn es in New York bereits queerfreundliche Bars gab, musste man stets damit rechnen, bei einer der regelmäßigen Razzien verhaftet zu werden. Das Ganze wird besonders deutlich, wenn man sich anschaut, wie damals über queere Menschen gesprochen wurde. In den Medien, bei der Polizei oder auf der Straße. This is gay San Francisco. They work to conceal their sexual orientation by day, and only at night do they show their true colors. These magazines with a homosexual viewpoint. Psychiatrists believe that prolonged exposure of even the normal male adult to this type of publication, though he may not be aware of its true nature, will nevertheless pervert. Oof, eh. Oh God, deliver us, Americans. From evil.
Und so diese Talking Points hast du halt heute wieder, ne? Also gibt ja auch jetzt wieder Menschen in der Politik, in Amerika, habe ich mir sagen lassen, die das auch so sagen. Then during lunch, Ralph showed him some pornographic pictures. Jimmy knew he shouldn't be interested, but well, he was curious. Hey, bitte, was passiert da? What Jimmy didn't know was that Ralph was sick. A sickness that was not visible like smallpox, but no less dangerous and contagious. A sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual, a person who demands an intimate relationship with members of their own sex. Queer zu sein. Das ist so ekelhaft, das ist unfassbar. Und sehen Sie nun, was schon zum Einschlafen schaut. Das macht er, glaube ich, wirklich. War damals quasi gleichbedeutend damit, seine Menschlichkeit zu verlieren. Generell muss man sagen, waren die 60er geprägt von sozialer Ungleichheit. Die Civil Rights-Bewegung um Martin Luther King begann ja auch zu dieser Zeit. Die Rechte von Marginalisierten standen praktisch permanent unter extremen Beschuss. In Amerika? Kann ich mir nicht vorstellen. Queere Menschen hatten praktisch überhaupt keinen Schutz vor dem Gesetz. Ganz im Gegenteil, es gab sogar spezifische Gesetze, die gezielt entmenschlichten sollten, wie zum Beispiel die Sodomie-Gesetze. Diese stellten spezifisch alle nicht-heterosexuellen Handlungen unter Strafe. Teilweise so hart, dass man dafür lebenslang ins Gefängnis. Das ist krass, ne? Ich meine, in Deutschland war das ja auch noch bis 1974, genau. 1974 war das, stand es ja auch noch unter Strafe. Kommen konnte, wie zum Beispiel im Bundesstaat Idaho. Ursprünglich waren die Sodomie-Gesetze dafür ausgelegt, generell jegliche... 90 meine ich ja, 94, nicht 74. Wie komme ich auf 74? Ach, das war der Paragraph 175. Und es war 94. Ja, man kann auch mal Sachen also hier dazwischen bringen. ...jeglichen Geschlechtsakt zu verbieten, der nicht der Fortpflanzung diente. Nach und nach wurden diese in den 60ern aber immer mehr so verändert, dass sie gezielt Homosexuelle ins Visier nahmen. Heterosexuelle Handlungen wurden durch die Gerichte ausgeklammert oder die Texte gezielt auf Homosexuelle umgeschrieben. Homosexualität wurde so praktisch gleichgesetzt mit Straftaten wie zum Beispiel Zoophilie. Es ist einfach nur... Ja, das ist halt super widerlich. Ja. Wird heute halt auch noch teilweise gemacht. Ne? Und das ist so krass, dass wir dem nicht so viel weitergekommen sind. Also natürlich ist einiges schon passiert. Man möchte das natürlich nicht, möchte jetzt nicht alles schlecht reden. Aber das merkt man halt immer noch, dass es halt oft gleichgesetzt wird. Ne? Absolut krank. Und hier mal ganz nebenbei eingeworfen, diese Sodomie-Gesetze galten teilweise noch bis 2003 in einigen Bundesstaaten und stehen auch immer noch in den Gesetzestexten, wie zum Beispiel in Texas, Kansas und Kentucky. Erst der Text ist auch so heftig, ne? 2003 wurde durch den Supreme Court die Sodomie-Gesetze insgesamt als verfassungswidrig anerkannt. Und by the way, würde der Supreme Court diese Entscheidung wieder zurücknehmen? Wären die Gesetze wahrscheinlich wieder da. Was tatsächlich passieren kann, würden diese Gesetze sofort wieder gültig. Nach der Abtreibung nimmt höchstes US-Gericht die nächste Grundrechte ins Visier. Für die das nächste ist homosexuelle Rechte. Ebenfalls sprach Richter Thomas über das Urteil Lawrence v. Texas von 2003, das gleichgeschlechtliche Paare eine intime Beziehung erlaubt. 2015 eröffnete der Supreme Court überdies die Ehe für homosexuelle Paare. In republikanischen evangelischen Kreisen, deren Schnittmenge sehr groß ist, wird auch dieses Urteil zunehmend in Frage gestellt. Werden und Homosexualität wäre in 2024 in Texas wieder strafbar. Das müsst ihr euch einfach mal überlegen. Die USA haben es also eher geschafft, ein zweites Mal im Irak einzumarschieren, als homosexuelle Handlungen nicht mehr vollends unter Strafe zu stellen. Ja, Hut ab, USA! So viel, by the way, zu dem Thema, wir wollen unsere westlichen Werte in die Region bringen. I ask you to uphold the values of America and remember why so many have come here. We're in a fight for our principles, and our first responsibility is to live by them. Mhm, bevor wir sie selber wirklich haben. Das heißt, oberster Richter in USA bestätigen muss, dass man frühere Teil des Gerichts respektiert. Naja. Besonders deutlich wird. Da hat sie aber recht, das ist ein Punkt. Nochmal, wie menschenunwürdig queere Menschen in den 60ern behandelt wurden. Junge, ja, reg dich auf. Es ist unfassbar. Ja, besonders so kann man sich aber auch mal aufregen. Das deutlich wird nochmal, wie menschenunwürdig queere Menschen in den 60ern behandelt wurden, wenn wir uns die Konversionstherapie-Praxis der Zeit anschauen. Von Konversionstherapien?
müssen wir immer noch sagen, sind nicht vollständig verboten. Bis heute nicht. In Deutschland. Werden die noch durchgeführt? Die sind eingeschränkt für Minderjährige. Top. Personenstherapie ist übrigens in einigen Bundesstaaten immer noch nicht verboten in den USA. Wo heute aber religiöse Fanatiker versuchen, Homosexualität mit Handauflegen auszutreiben, wurden in den 60ern teilweise folterähnliche... Was hat man also bei mir gemacht? Ich war mit einem Mann zusammen und war halt männlich gelesen, so, und male presenting. Und dann hat man mir die Hand aufgelegt und dann war das nicht mehr so. Ich meine, dann waren wir ja dann nicht mehr, also homosexuelle, also Beziehung, weil es ergibt doch Sinn. Und dann war das so, wie die das meinten? Hat das so funktioniert? Ich glaube, das war, wie das funktioniert. Methoden angewendet. Eine der verbreitetsten war vermutlich die Elektroschocktherapie. Hier wurden queere Menschen an einen Stuhl gefesselt, vor eine Leinwand gesetzt. Diese zeigte abwechselnd Bilder von unbekleideten Frauen und Männern. Beim gleichen Geschlecht wurde der Person... Das ist so krass, oder? ...und mit Elektroschocks dann quasi eine negative Konditionierung gegeben. Ich kann euch hier an dieser Stelle auch nur einen kleinen Abriss geben, wie diese Lebensrealität ausgesehen hat. Viel deutlicher wird das aber natürlich noch durch Erfahrungsberichte von... Ey, das ist so heftig und ich habe so Angst, dass das halt wiederkommen kann. Ne? Also es ist so krass, das ist alles noch nicht lang her und das ist so menschenverachtend und so widerlich. Und es ist so gut, dass wir davon weg sind, von dieser Art von Konversionstherapien. Das ist unfassbar gut und ich habe schon Angst, dass das alles wieder rückkehrt, so wie es gerade läuft. Echten Augenzeugen. Dafür kann ich euch diese Doku von Arte wärmstens empfehlen. Hier kommen sehr, sehr viele Betroffene aus der Zeit zu Wort, was nochmal viel mehr dabei hilft, das Ganze auch aus emotionaler Sicht zu verstehen. Aber dieser kleine Abriss soll euch einfach eine grobe Idee davon geben, wie die Welt der Queers aussah, als sich das abgespielt hat, was den Stein der Pride-Bewegung ins Rollen bringen sollte. Ja, Stonewall. Auch wenn das Leben als queere Person natürlich denkbar schwer war, gab es auch einige wenige kleine Viertel, in denen man sich etwas sicherer und zu Hause fühlen konnte. Üblicherweise bilden sich diese natürlich in Großstädten wie San Francisco oder New York. Und die Geschichte des Prides begann genau hier, nämlich im New Yorker Stadtteil Manhattan im Viertel Greenwich Village. Auf der Christopher Street wuchs über die Jahre eine queere Gemeinschaft heran. Hier ist vielleicht jetzt auch schon bei dem einen oder anderen der kleine Groschen gefallen, warum die Pride Parade auf der ganzen Welt auch als Christopher Street Day Woran könnte es liegen? Weil dieser Christopher Street einfach ein übelst krasser Dude war und der war gay und der hieß so. Dem haben die Aufstände angefangen. So, oder? Glaube, ich bin da an was dran. ...feiert wird, nämlich weil es auf genau der Christopher Street Straße stattgefunden hat oder alles seinen Ursprung hatte. Oder warum die Band des Songs YMCA den Namen Village People trägt. Mitten im Herzen der Christopher Street... Das dachte ich legit früher auch, okay, Loi. ...stand nun eben auch eine Bar und zwar... Aber ja, passiert, wenn man es nicht erklärt bekommt, woher soll man es wissen, ne? ...das Stonewall Inn. Die Bar wurde 1966 von der italienischen Mafia in eine Gay-Bar umfunktioniert. Weil es aber verboten war, Alkohol an queere Menschen auszuschenken, hatte die Bar keine offizielle Lizenz. Die Mafia zahlte also regelmäßig Bestechungszahlungen, die Gayola genannt wurde, an die Polizei, um die Bar weiter betreiben zu können. Ob die Mafia das Ganze jetzt aus... Das ist einfach so ein kompletter Clusterfuck, es tut mir leid, aber das... Da lief nichts richtig. ...Überzeugung für die LGBTQ-Community getan hat oder um andere Geschäfte im Hintergrund besser vertuschen zu können. Die Mafia ist progressiver als der Staat, das ist schon echt zäh, ja. Sei mal dahingestellt. In der Community herrschte, was den Einfluss der Mafia anging, auch kein Konsens. Viele freuten sich aber auch, überhaupt einen Ort zu haben, an dem sie als queere Person tanzen das halt das Ding, und feiern, ne? Konnten. Polizei... Es ist natürlich geiler, wenn die Mafia nicht da wäre, so, aber...
Natürlich nimmt man da auch, was man kriegt, wenn man nirgendwo hin darf und keinen Ort für sich hat und halt diskriminiert wird vom Staat aus. Was soll man machen? Raids und Checks gehörten in der Bar aber praktisch zum Alltag für die queeren Gäste. Seymour Pine, das ist der Polizeiinspektor, der später den ausschlaggebenden Raid am 28.06.1969 leitete. Tja, hätte er mal nicht gemacht, ne? Sagte einmal in einem Interview: Das waren leichte Verhaftungen. Sie haben dir nie Schwierigkeiten gemacht. Natürlich, man kennt sie. Die leichten Verhaftungen, die keine Schwierigkeiten machen. Ganz normaler Dienstag auch. Kennst du, gehst nach Hause und wirst dann einfach so, oder bist am Feiern, dann wirst du einfach festgenommen. Das ist eine leichte Verhaftung, da passiert auch nichts. Ist auch einfach chillig, einfach mal so die Nacht irgendwie in der Zelle zu verbringen. Das schränkt doch einfach niemanden ein auch. Das ist doch einfach richtig gemütlich auch. Jeder benahm sich. Es war wie, wir gehen runter und schnappen uns die Spülen. Besonders vor lokalen Wahlen wurden die Raids und Verhaftungen immer regelmäßiger, quasi um die besorgte Bevölkerung zu beschwichtigen, so nach dem Motto, hey, schaut mal, wir kümmern uns um diese Freaks. Im gleichen Interview sagte er aber auch noch das hier. Wir hatten Polizistinnen als Lesben da drin, Polizisten in Zivil. Ach stimmt, nee, dann ist nicht schlimm. Alter, dann ist nicht schlimm, guck mal, die hatten Polizistinnen, die war lesbisch. Dann ist es okay, queere Clubs zu zerschlagen, oder? Das erinnert mich an irgendwas. Also wenn man eine Lesbe irgendwo hat, ist es okay, queerfeindlich zu sein. Nee. Klingelt doch irgendwas. Irgendwas? Die waren doch nicht selbstlesbisch, also die haben so getan, als ob. Wir hatten sogar Leute von Bundesbehörden da drin. Es wurde also äußerst viel Aufwand betrieben, um diese Raids und Verhaftungen... Cover-up-lesbisch, das ist ja noch besser. ...durchzuführen. In der Regel liefen diese Raids in allen Gay-Bars nach einem bestimmten Prinzip ab. Das Licht in der Bar wurde voll eingeschaltet. Alle Gäste mussten sich ausweisen. Die, die sich nicht ausweisen konnten oder auffällig als Drag gekleidet waren, wurden direkt verhaftet. Andere. Das ist doch nur eine kleine. Das ist ja nichts Schlimmes, hat er doch gesagt. Also warum glaubt man dem nicht? Ist doch nicht schlimm. Einfach queere Menschen wegen des Queerseins verhaften. Es kommt ja keinem. Das ist ja nicht schlimm. Durften die Bar verlassen. Es gab sogar bestimmte Vorschriften, wie viele genderspezifische Kleidungsstücke man tragen muss, um als das Geschlecht anerkannt zu werden, was im Ausweis steht. Oh, imagine, einfach so Schmuck tragen, der einfach so dafür ist. Dann ist so, okay, ich habe so und so viele Kleidungsstücke an, aber es sind alles Ringe. Dafür gab es übrigens auch nie wirkliche Regeln. Die Polizei nutzte hierfür nämlich teilweise 100 Jahre alte Gesetze. Das ist so wild. Als ob die Polizei willkürlich handeln würde und minderheitenfeindlich wäre. Ist krass. Das kannst du ja auch nicht mitrechnen. Es ist aber so wild, ne? Es ist komplett willkürlich und es ist komplett einfach nur queerfeindlich. Die sich eigentlich auf Maskierungen bezogen, um so die LGBTQ-Community ins Visier zu nehmen. Meistens war aber die Rede davon, dass man drei spezifische weibliche oder männliche zuzuordnende Kleidungsstücke tragen musste, passend zum Geschlecht, das im Ausweis stand. Gab es da Regelungen, die sagen, okay, das Kleidungsstück ist das und das Kleidungsstück ist das? So, also exakt niedergeschrieben? Weil was ist ein Beanie? Möchte ich also an der Stelle einfach wissen. Und andere Fragen eröffnen sich mir auch. Sonnenhut? Diese nicht vorhanden, wurde man verhaftet. Ich finde, das ist dann wirklich... Eine rosa Hose dann weiblich oder männlich? Guck, das sind so Fragen, die dann aufkommen. Wirklich mal etwas, wovon man dann von Gender-Gaga sprechen kann, wenn die Polizei einem vorschreibt, was passt... Was, wenn man einfach nackt ist, auch eine gute Frage. Kleidungsstücke für ein Geschlecht sind und was nicht. Auch wenn die Verhaftungen meist keine gravierenden Konsequenzen hatten, weil die Inhaftierten in der Regel am nächsten Tag wieder freigelassen wurden, wuchs in der Community natürlich Frust heran, den man absolut nachvollziehen kann. Das ewige Verstecken, öffentliche Demütigung, gesellschaftliche Ächtung über Jahre und dann noch die Kriminalisierung durch die Polizei. Es war im Grunde einfach nur eine Frage der Zeit, wann die LGBTQ-Community sich zur Wehr setzt. Weil Menschen, die unterdrückt werden und die über lange Zeit unterdrückt werden, wehren sich tatsächlich. Und das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass es heute immer noch Leute nicht blicken.
setzen würde. Und genau dies geschah dann eben in den frühen Morgenstunden. Und das Wehren ist dann Gegengewalt, weil Unterdrücken von marginalisierten Gruppen ist Gewalt. So, und wenn mit der Gewalt aufhört, dann hört die andere Gewalt, das Wehren übrigens auch auf, weil dann müssen sie sich gegen nichts mehr wehren. Des 28. Juni 1969. Angeführt von Inspektor Pine wurde das Stonewall Inn von der Polizei gestürmt. Doch die für die Polizei eigentlich als Routine angesehene Überprüfung der Personen in der Bar wurde diesmal zu einem Straßenkampf. Ja, war halt ist ein bisschen eskaliert, okay, da hat man jemanden einen schlechten Tag und dann sind so Steine geflogen und dann musste sich die Polizei verbarrikadieren im Stonewall Inn und wer war das nochmal, die ersten waren so Marsha P. Johnson oder so, ne, das waren so die ersten in den Aufständen. Ich glaube, hier müssen wir jetzt auch nicht komplett detailliert durch den ganzen Abend durchgehen, wie es zu diesem Aufstand als solches kam und wer was gemacht hat. Das wirklich Wichtige, warum, liegt hier sowieso viel mehr in allem, über das wir gerade sowieso schon gesprochen haben und weniger an den einzelnen Events vom Abend des 28. Juni. Historiker sind sich dabei selbst nämlich auch nicht einig darüber, genau, stimmt, und Sylvia Rivera, stimmt, wie viel welches Ereignis an dem Abend zum Eskalieren beigetragen hat. Es kam vermutlich vieles zusammen. Ich will hier an dieser Stelle einmal kurz besonders die afroamerikanische LGBTQ-Szene hervorheben, die gerade unter den Sodomiegesetzen sehr gelitten hat. Was mehrfach Marginalisierte während so einer Unterdrückung ertragen müssen, kann man sich, glaube ich, auch nur schwer vorstellen und auch schwer in Worte fassen. Man kann diese Geschichte ohne die afroamerikanischen Queers in dieser Zeit eigentlich gar nicht. Das ist sie, oder? Das ist Marsha P. Johnson. Nicht erzählen. Es gäbe hier noch so viele Bausteine, auf die LGBTQ-Szene der 60er Jahre aufgebaut hat. Zum Beispiel die Harlem-Renaissance der 20er Jahre. Dort hat, by the way, auch dass sie später in den 80er und 90er entstehende Voguing seine Wurzeln. Zudem war die quasi den Funken des Stonewall Riots entfacht hat mit ihrem Widerstand gegen die gewaltsame Verhaftung, die schwarze lesbische Drag King-Artist Stormy. Und auch später war die Unterstützung der Bewegung aus den Reihen der schwarzen Queers ein treibender Faktor, der für die positive Veränderung gesorgt hat. Diesen ganzen Geschichten würden aber ein ganzes Video verdienen. Ja, so alle einzeln nochmal. Mir war aber wichtig, diese einmal noch ganz kurz an dieser Stelle zu erwähnen und zu würdigen, weil das manchmal in dieser Erzählung etwas untergeht. Also kurz zusammengefasst, einige Queers widersetzen sich den Verhaftungen erst nur mit Worten und Rufen nach Gerechtigkeit für Schwule und Lesben, dann aber auch mehr und mehr über kleinere Handgemenge und Losreißen aus der Polizeigewahrsam. Als die Polizei dann begann, immer mehr und mehr Gewalt anzuwenden, um die Maßnahmen durchzuführen, eskalierte die Situation komplett und wurde zu einem richtigen Straßenkampf mit der Polizei. Denn durch den Tumult vor der Bar kamen nach und nach auch immer mehr Unterstützer der. Aber danach wurden die Rechte von queeren Menschen doch komplett eingeschränkt, weil ich habe gelernt, auf Twitter, dass wenn man sich für queere Rechte einsetzt, dass man dann selbst schuld ist an der Diskriminierung und dann haben Leute gar keinen Bock auf euch. Das habe ich so gelernt. Und wenn man dann da sitzt und sagt, bitte Rechte, Uwu, dann bekommt man die Rechte auch. Haben die mal bitte gesagt, frage ich mich auch an der Stelle, bevor das so eskaliert ist. Hätten sie doch einfach mal sagen können, ey, Polizei, könnt ihr bitte nicht machen. Der queeren Community aus der Nachbarschaft dazu. In den Berichten ist die Rede davon, dass die Menge irgendwann der Polizei gegenüber mit 500 bis 600... Weil, auch woher soll die Polizei wissen, dass das Kacke ist, Leute einfach random zu verhaften und die Türen einzutreten und so. Woher soll sie das wissen, wenn es ihr niemand sagt? Person in der Überzahl war. Das Ganze zog sich von 1 Uhr nachts bis 4 Uhr in der Früh, bis die Straße wieder relativ ruhig wurde. Die Polizei musste sogar auf Maßnahmen wie eine Riot-Control-Einheit des NYPD zurückgreifen. Ihr merkt also, es kam zu einer absoluten Eskalation damals auf der Christopher Street. 14 Personen wurden im Laufe der Nacht verhaftet. Sie haben auf ein Käffchen treffen können, hätten
mal. Einige kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus, doch laut Augenzeugenberichten war die Stimmung am Morgen des 28.06. bei den Protestlern, die immer noch auf der Straße waren, irgendwie elektrisiert, weil klar wurde, das ist unsere Straße und wir haben sie verteidigt. Das ist so krass. Das ist so krass. Das ist so ein krasser historischer Moment, ne? Ich finde, das ist so bezeichnend und das ist so ein starker Tag, auf dem wir so viel aufbauen können und aufgebaut haben und irgendwie so alle Aktivistinnen, die halt auch so danach kommen, darauf aufgebaut haben, auf diesem Ereignis. Und das ist so krass. Und ich finde, wir sollten das auch bei allem, was wir machen, auch irgendwie noch in Ehre halten und uns immer wieder drauf besinnen, so, woher kommt das? Woher kommt unsere Bewegung? Von wem kommt unsere Bewegung? Und worauf bauen wir hier überhaupt gerade auf? Und das ist so krass. Keine Ahnung. Das ist einfach auch Gänsehaut-Moment, ne? Natürlich wurde der Stonewall Riot in dieser absolut eskalierende Nacht in kürzester Zeit zur Headline in sämtlichen News-Outlets in New York. Auch in den kommenden Nächten nach dem 28. Juni kam es zu weiteren, teilweise sogar noch schwereren Straßenkämpfen mit der Polizei auf und um die Christopher Street. Hier könnte man sich tatsächlich auch noch etliche Details und Geschichten drumherum ansehen. Aber eines war ab der Nacht... Ey, ich hätte gerne so ein Video, was einfach komplett deep-dived. Oh, kann ich da eins machen? Das ist so komplett einfach nur... So erklärt, wie was abgelaufen ist, ist schon interesting. The Stonewall Riot, klar. Das hier war nur der Anfang. Die LGBTQ-Community hatte endgültig genug von dieser Unterdrückung. Und es zeigt halt auch so sehr, dass es was bringt und dass Proteste was bringen und dass auch, es tut mir leid, aggressive Proteste auch was bringen. Wenn es halt hart auf hart kommt, wenn es... Es ist schade, dass es manchmal eine Option sein muss, aber es geht manchmal nicht anders. Ne? Wenn du mit Gewalt unterdrückt wirst, musst du dich halt irgendwie wehren können. Das Gefühl der Befreiung, dass die Revolute der Christopher Street Slay. Sorry, aber das Outfit ist ja mal geil. Walte kam natürlich auch in anderen Teilen des Landes an. Am 4. Juli im gleichen Jahr fuhren einige Aktivisten aus New York rüber nach Massachusetts, um sich einem jährlich stattfindenden Streik der Metteschen Society anzuschließen. Das war eine Gruppierung von einigen queeren Personen der Region, die versuchten, die Akzeptanz der LGBTQ-Community in der Bevölkerung zu verbessern. Allerdings kamen vielen Protestierenden die Regeln, die eine der Organisatoren der Gruppierung Craig Rodwell aufgestellt hatte, falsch und feige vor. Es sollte nicht zu viel Aufmerksamkeit erregt werden. Die Gruppe der Metteschen Society gab es schon seit den 50er Jahren. Rodwells Gruppe wollte vor allem durch stillen Protest das Establishment verändern. Es bildeten sich weitere Gruppierungen wie die Gay Liberation Front und die Gay Activist Alliance. Kurz gesagt, die LGBTQ-Community vernetzte sich endlich und bekam mehr und mehr eine Stimme, über die sie sich ausdrücken konnte. Die Polizeiraids haben nach dem Stonewall Riot natürlich aber nicht einfach aufgehört. Bis 1970 kam es weiter regelmäßig zu Raids, doch immer öfter wurde diesen eben durch die Community nun etwas entgegengestellt. Am ersten Jahrestag der Stonewall Riots, dem 28.06.1970, kam es dann zu den ersten Gay Prides. Ah, das ist so krass. Ah, ich keine Ahnung, ich bekomme so Gänsehaut wieder, wenn ich das höre. Das ist so krass. Und so strong. Das ist noch gar nicht so lang so, ne? Muss man sich auch irgendwie immer wieder vor Augen halten. Es wäre immer besser, wenn alles gewaltfrei laufen würde, wünschen wir uns alle absolut, ja. Nicht immer war das in der Vergangenheit eine Option oder auch nicht immer wird es in der Zukunft eine Option sein. Ne? Es geht halt leider nicht immer. Und ich wünschte mir auch, dass wir alles friedlich lesen können, aber wenn halt man unterdrückt wird, irgendwann geht's halt nicht mehr. Cool, Chefchen, ein wundervoll. Damals in New York, aber unter dem Namen Christopher Street Liberation Day, begleitet von weiteren Protestmärschen in Los Angeles und Chicago. Und eben das waren die ersten Christopher Street Days. Protestmärsche. Denn gleiche Rechte für die LGBTQ-Community. Und deswegen ist mir das immer so wichtig, dass wir von CSDs reden als Demonstration und als Protest und nicht von Party oder so.
Und damit möchte ich gar nicht in Abrede stellen, dass es auch Party sein kann, dass Leute da sich feiern können. So, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Ich finde das wichtig, dass es das gibt. Viele Menschen fühlen sich nur auf CSDs wirklich mal wohl und können sie selbst sein. Und das müssen sie auch feiern dürfen. Aber ich finde, wir sollten trotzdem diesen Grundgedanken auch gerade auf größeren Prides niemals vergessen. Und es muss immer im Fokus sein und im Vordergrund sein, dass wir halt immer noch für gleiche Rechte und für gleiche Akzeptanz kämpfen. Und das ist immer der Fokus und sollte immer der Fokus sein. Und ich habe das Gefühl, dass er das nicht immer ist. Und das finde ich sehr, sehr schade. Aber gerade das ist mir einfach persönlich sehr, sehr wichtig. Bitte, bitte versucht das immer mitzutragen. Die lag zu dem Zeitpunkt immer noch in weiter, weiter Ferne. Beim ersten CSD in New York nahmen Schätzungen zufolge bis zu 20.000 Protestler teil. Das ist auch krass, oder? Diese Protestmärsche unterschieden sich aber in einem Punkt eindeutig von dem Tag, den sie ehren sollten. Sie waren durchweg friedlich. Im Folgejahr schlossen sich Protestmärsche in 8 weiteren amerikanischen Großstädten der Bewegung an und eins zeigte sich immer deutlicher. Ein Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung der LGBTQ-Community muss nicht weiter ein Traum bleiben. In den kommenden Jahren bis heute ist aus... Ah, keine Ahnung. Das ist irgendwie Gänsehaut. Ich weiß nicht. ...dieser Protestbewegung unfassbar viel hervorgegangen, was die Rechte von queeren Menschen in Amerika nachhaltig verbessert hat. Am 15. Dezember 1973 hat das Gremium der American Psychiatric Association abgestimmt, Homosexualität als Mental Illness abzuerkennen. Am 14. Oktober 1979 kamen geschätzte 75.000 Menschen, Queere und Allies, in einem Protestmarsch auf Washington zusammen, um für gleiche Rechte der LGBTQ-Community zu protestieren. Am 2. März 1982 wurde Wisconsin zum ersten US-Staat, der die Diskriminierung auf Basis der sexuellen Orientierung illegal macht. Während all dieser Errungenschaften gab es aber weiterhin immer noch Polizeiraids in LGBTQ-Bars. Wenn auch ab den 80er Jahren immer seltener, wirklich geändert haben diese sogar bis heute nicht, auch wenn sie extrem selten sind. Na gut. Und leider immer noch ein Diskriminierungsproblem in der Polizei und ein Rechtsextremismusproblem in der Polizei. Das ist hier so, das ist in Amerika so. Ich würde sogar so weit gehen, dass in Amerika vielleicht noch ein Ticken schlimmer ist als hier. Aber ja, es gibt es leider immer noch, das ist leider klar. Aber natürlich merkt man schon, dass diese Proteste viel gebracht haben. Viel an Öffentlichkeit, viel an Veränderung, was das angeht. Es ist halt nicht mehr Alltag. Es ist immer noch etwas, was passiert, aber es ist halt nicht immer. In einigen US-Bundesstaaten gibt es bis heute keine Gesetze gegen die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung. Maximal ein Urteil des Supreme Courts im Fall Bostock vs. Clayton County aus 2020 kann in diesen Staaten als rechtliche Stütze für LGBTQ-Personen fungieren. Und am Beispiel der Abtreibungsrechte über den Supreme Court-Fall Roe vs. Wade sehen wir ja, wie unsicher diese Stütze sein kann. Es sollte also dringend... Ein bisschen lustig im Chat, so den Titel erklären, Leute sind so Sarkasmus, meine Mods, das ist Clickbait einfach nur, es ist einfach nur Clickbait. Aber es stimmt ja. Wichtige Gesetze geben, um die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung sicher zu verbieten. Und hast du jetzt die Chance, dir ein Support-Netzwerk aus Queen und Ally-Personen aufzubauen? Absolut, ja. Dass es auch immer wieder zu Rückschlägen kommen kann, sieht man an folgendem Ereignis. Am 21. September 1996 unterzeichnete Präsident Clinton das Gesetz zur Verteidigung der Ehe, welches die Ehe als eine rechtliche Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau festlegt. Clinton, ne? Demnach sei kein Staat dazu verpflichtet, eine gleichgeschlechtliche Ehe in ihrem Staat anzuerkennen. Übrigens war Clinton einer der Demokraten, also eigentlich einer, der eher progressiv sein sollte. Eher progressiv sein sollte, erklärt eigentlich auch ganz gut die Demokraten. Aber hey, Amerika. Es dauerte dann noch einmal... Also in Amerika sind selbst die Linken sehr rechts, also es ist so... Amerika ist da echt nicht so einfach. Also hier ist schon nicht perfekt,
Aber das nochmal. Bis 2011, bis Präsident Obama und der oberste Staatsanwalt der USA zusammen verkündeten, dass man den Defense of Marriage Act nicht weiter unterstützen würde und damit den Weg freimachte für ein Supreme Court Urteil. Dieses kam dann auch im Jahr 2015 und hebelte damit den Defense of Marriage. Das ist so krass, ne? 2015. Wurde es hier in Deutschland fast 2017, ne? Das ist so krass. Wurde Ehe für alle eingeführt, glaube ich, 2017 war das. Das ist so krass, das ist alles noch recht aktuell. Oder ich bin einfach sehr alt. Nein, nein, es ist alles noch wirklich aktuell, das ist noch aktuell. Marriage Act praktisch aus. Es dauerte dann noch einmal bis 2022, also noch gar nicht so lange her, bis Präsident Biden mit dem Respect for Marriage Act endgültig ein neues Gesetz erließ, um das von Präsident Clinton zu ersetzen. 2022. An dieser Stelle ist auch interessant. Das ist 2 Jahre her. Interessant, einmal zu erwähnen, dass Barack Obama nach eigener Aussage während der Zeit als Senator in Illinois 1998 noch unschlüssig war, was seine Meinung zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe anging. Auch wenn er meinte, dass er immer eigentlich eher dafür war, kann man hier ganz gut sehen, wie die öffentliche Meinung und Unterstützung aus der Bevölkerung auch die Richtung in die Politiker legt. Das heißt, weiter laut sein, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist das, was man hier raus mitnehmen sollte aus dem Video. Weiter laut sein ist wichtig. Verändern und leiten kann. Und so kann dann eben daraus Progress entstehen. Wir sehen also, auch wenn der CSD heute eher eine riesengroße Party zum Feiern der Vielfalt und der bereits erreichten Fortschritte ist, diese Fortschritte haben eben ihre Wurzeln in dieser Bewegung. Das Sichtbarmachen der queeren Bevölkerung ist ein großer oder vielleicht sogar einer der mitgrößten treibenden Faktoren hinter diesen positiven Veränderungen. Auch hier bei uns in Deutschland haben diese Fortschritte eine lange, lange Zeit gedauert und dauern teilweise auch immer noch an. Hier wurde 1969 die Strafbarkeit von Homosexualität, zumindest im Erwachsenenalter, ab 21 aufgehoben. Gleichgesetzt mit dem allgemeinen Jugendschutzalter wurde es aber erst bei der Wiedervereinigung 1994. Das muss man sich einfach mal rein. Das ist krass, ne? Einziehen. Wenn ihr Ende 20, Anfang 30 seid oder älter, dann seid ihr hier in ein Deutschland geboren, wo es tatsächlich noch strafbar war als Teenager. Es ist cool, dass Carina auch in ihrer Lichtstimmung die Pride Flag durchspielt. Das ist wirklich, wirklich cool, ja. Eine Beziehung mit einem gleichgeschlechtlichen Partner zu führen. Und die gleichgeschlechtliche Ehe hat dann auch noch mal bis 2017 auf sich warten lassen. Aber es gibt immer wieder auch noch weitere Dinge, in denen queere Personen immer noch nicht die gleichen Rechte haben wie heterosexuelle Menschen, zum Beispiel beim Blutspenden. Das durften schwule und bisexuelle Männer in Deutschland nämlich nur, wenn sie nachweisen konnten, dass sie in den letzten 4 Monaten keinen neuen und nur einen einzelnen Geschlechtspartner hatten. Transgeschlechtliche Personen wurden generell als Risikogruppe. Ja, also auch mit einer Transperson schlafen war eine Risikogruppe. Ist jetzt nicht mehr so. Finde ich ein bisschen, es war ein guter Anmachspruch. Man konnte halt sich so als so gefährlich, also wisst ihr, man konnte damit gut arbeiten. Aber das geht jetzt nicht mehr. Schade drum. Schade, dass wir jetzt nicht mehr diskriminiert werden bei der Blutspende. Ist auch einfach frech. Ich weiß nicht. Ja, doch. Wenn du was ganz Gefährliches machen möchtest. Listet und durften überhaupt kein Blut spenden. Das Ganze wurde erst kürzlich im März 2023 endlich gekippt. Ein entsprechendes Gesetz wurde da im Bundestag auch. Ist auch so krass, ne? Es ist einfach, Transmenschen wurden einfach per se als Risikogruppe. So eine Transperson schlafen war ein Risiko für Blutspenden, weil. Also. Gab keinen Grund, war einfach nur diskriminierend, aber war halt so. Auf den Weg gebracht und muss dann von der Bundesärztekammer in Zukunft auch so umgesetzt werden. Kritik dazu kam übrigens natürlich von AfD und CDU. Imagine, Menschen werden ohne jeglichen ärztlichen Grund oder medizinischen Grund diskriminiert bei der Blutspende. Und CDU und AfD denken sich so, aber was ist, wenn wir die weiter diskriminieren? Wäre das eine Idee? Wäre das cool? Wäre das nett? Wäre, oder? Mensch, das ist ja überraschend und schockierend. Wer hätte damit nur gerechnet? Nein! Das glaube ich ja gar nicht!
Damit sind wir in Deutschland mittlerweile an einem Punkt, an dem wir schon sehr stolz sein können auf die Fortschritte, die hier schon geleistet wurden. Das ist vielleicht auch nochmal interessant zu erwähnen, weil ja gerne von der rechten politischen Seite behauptet wird, man dürfe nicht mehr stolz auf sein Land sein. Ich finde tatsächlich, es gibt eigentlich... Es kommt ein bisschen sehr drauf an, auf was du stolz bist. Das ist so... Also, wenn du so auf die Zeit 33 bis 45 stolz bist, dann ist ein Problem. Wenn du so auf den Rassismus und eine Diskriminierung innerhalb, weiß ich nicht, der Polizei oder vom Staat aus stolz bist, ist das auch ein Problem. Es gibt einige problematische Sachen in Deutschland, auf die ich definitiv nicht stolz wäre. Und da ist so ein bisschen der Knackpunkt. Eine Menge Dinge, auf die man stolz sein kann. Wäre aber halt auch schön, wenn hinter diesem Stolz mehr Inhalt stehen würde, als nur das Glück beim Geburtenlotto. Das stimmt. Dieser Fortschritt ist aber eben nicht in allen Teilen dieser Welt so gut, ganz im Gegenteil. Und wie sicher die erreichten Fortschritte sind, ist auch oft abhängig davon, wer die nächsten Jahre dann die Weichen in der Politik stellt. Darum bleiben der CSD und weitere Aktionen auch weiterhin ein wichtiges Mittel, um die Gruppen der LGBTQ-Personen sichtbar zu machen. Warum das so ist, wollen wir dann im nächsten Video noch weiter besprechen. Es gibt nämlich noch einige wichtige Themenfelder, die jetzt hier in diesem Video den Rahmen... Okay, ich bin gespannt. ...sprengen würden, wie beispielsweise die aktuelle Statistik zur queerfeindlichen Gewalt. Oh Gott, ja. Oder die Lage in anderen Teilen der Welt. Und wir schauen uns natürlich auch mal die Kritik an, die der Pride Month immer wieder bekommt. Da bin ich gespannt. Das haben wir ja auch gesprochen in dem Pusher X-Video. Gerade Firmen, die den Pride Month für sich als Werbung nutzen, stehen da oft im Fokus dieser Kritik. Dazu beim nächsten Mal aber dann gerne mehr. Ich bin sehr gespannt. Ich fand es, wie am Anfang schon gesagt, einmal wichtig, sich die Historie des Pride Months bzw. des Christopher Street Days anzuschauen. Ich sehe immer wieder, gerade auf Toxic Twitter oder Facebook, damit wollen wir gar nicht erst anfangen, leider Posts oder Clips, die den Pride Months oder die Pride... Twitter ist toxic? ...Parade diffamieren als sinnlos oder pervers abtun. Ich hoffe, nach diesem Video können vielleicht einige, die diese Postings ansonsten ohne Kontext gesehen hätten, etwas besser einordnen, was dieser Tag und diese Bewegung eigentlich für eine wichtige Bedeutung hat. Und dafür muss manchmal auch einfach ein kleiner Blick in die Vergangenheit à la Mr. Wissen to go sein. Vielen lieben Dank nochmal an alle Supporter, die das Video hier bis zum Ende durchgeschaut haben. In den letzten Monaten war bei uns so viel los, denn Tom und ich haben ja noch andere Jobs außer Social Media. Und waren da sehr gut mit Projekten beschäftigt und zudem war auch noch... Ja, guck mal. Ist Twitter toxic? Ich lese mal einen Kommentar vor bei meinem aktuellen Post. Früher waren Transsexuelle den meisten egal. Jetzt geht ihr mit dem Regenbogen jedem auf den Keks. Selbst Homos wollen damit nichts mehr zu tun haben. Die Boxerin ist mir auch völlig egal. Meinetwegen ist sie eine Frau. Aber eine, die deutlich maskuliner ist, was nicht fair ist. Blockieren. Gut. In den Bus nicht einfach abfackeln. Das war doch gut. Noch Festival-Saison. Wer mir bei Instagram folgt, der hat es bestimmt gesehen. Ich war bei Rock am Ring, Mainstream, Hurricane. Es war auf jeden Fall eine sehr gute Zeit. Kann ich jedem empfehlen. Geht mal ein bisschen mehr raus, gerade jetzt, wo das Wetter schön ist. Nicht nur in der Bude vom PC hocken. Aber ich hatte es ja auch schon in einem der letzten Videos erwähnt. Mir ist wichtig, dass wenn hier Videos kommen, die Videos auch immer gut ausgearbeitet sind, anstatt nur irgendwie drauf zu achten, dass der YouTube-Algorithmus glücklich ist. Vor dem Algorithmus habe ich auch ein bisschen Schiss, was dieses Video angeht. Denn das letzte wurde natürlich sehr gut geklickt, weil es halt einfach YouTube-Drama war und um Unge ging. Dementsprechend wird das natürlich mehr geguckt und das Video, was dann danach kommt, wird dann meistens erstmal schlechter gerankt sowieso. Und wenn länger nichts kam, dann oh je, der Algorithmus wird auf jeden Fall gut reinscheißen. Das weiß ich jetzt schon. Von daher teilt das Video sehr gerne, guckt es mehrfach, zeigt es all euren Freunden. Gerne natürlich auch einen Daumen hoch. Ich habe es meinen Freunden gezeigt, aber ich habe es vielen Leuten gezeigt. Auch da lassen. Und natürlich auch gerne einen Kommentar da lassen oder mehrere, wie euch das Video gefallen hat. Oder irgendwelche Anregungen, vielleicht sogar für das nächste Video. Schreibt gerne
alles in die Kommentare. Habe ich irgendwas vergessen? Oh ja, wie fandet ihr meine Outfits? Schreibt es auch in die Kommentare. Die Outfits waren grandios, wie immer. Ich habe gerade, mein einer Twitter-Post wurde von mehreren Leuten geteilt, die etwas größer sind. Und jetzt habe ich Schmutz in den Kommentaren. Eieiei. Und die wird mir Abrede gestellt, dass ich jemals... Guck mal, ich habe geschrieben, by the way, ich weiß, es ist krass, aber da selbst wenn eine Transfrau mal was gewinnen würde, wäre es okay, weil auch die dürfen das. Ist halt bisher nicht vorgekommen, obwohl sie seit 2004 zugelassen sind, weil Surprise sie nicht zu den Vorteil haben, den ihnen ständig angedichtet wird. Generelle Kategorien nach Körpergröße und Co. werden sinnvoller als Geschlechterkategorien. Nicht jede Frau und jeder Mann ist gleich und Nichtbinäre werden hier auch wieder ausgeschlossen. Auch wenn manche Feministinnen es nicht hören wollen, Frauen sind nicht schlechter als Männer. Finde ich jetzt nicht per se ein krasses Statement. Hier wird mir jetzt in Abrede gestellt, jemand Sport gemacht zu haben. Das stimmt nicht. Ich habe Leichtathletik gespielt. War in einem Leichtathletikverein. Ich war sehr gut übrigens im Weitsprung und im Sprint. Glaubt mir heute niemand mehr. Hab Fußball gespielt, jetzt eine gute Zeit lang. Auch in Turnieren. Kannst du nur sowas schreiben? Ja, ich weiß auch nicht. Und dann, Leute sind so aus Versehen Ally. Na, dann stell dich in den Boxring, boxe gegen einen austrainierten Mann und lass uns teilhaben. Aber die sind doch dagegen, dass ich im Frauensport mit... Also... Doch. Irgendwie ist das... Wissen die selbst, was sie sagen? Und Muni, vielen lieben Dank für deinen Sub-Support. Also, gibt der jetzt doch zu, dass ich nicht den Vorteil habe? Oder ist alles okay bei dir? Die auch noch nie größere Scheiße gelesen, anscheinend auch keine Ahnung von Leistungssport. Nee, gar nicht. Frag jede einzelne Leistungssportlerin, ob sie mit Männern konkurrieren will. Die Antwort wird immer die gleiche sein. Frauen. Es geht hier um Frauen. Hallo. Und ja, es geht um gleiche, also ich habe ja gesagt, um gleiche körperliche Voraussetzungen. Und ja, dann können die auch mit Männern konkurrieren. Ist auch immer schön, dass sowas immer von Männern kommt. Das ist irgendwie überraschend, oder? Ich muss hier mal ein paar Leute blockieren. Guck mal da, blockieren. Blockieren. Wie manche Menschen auch einfach so lost sind. Auch, dass sie überhaupt ihre eigene Ideologie nicht checken. So. Die sind so, ich bin gegen Transmenschen und Transfrauen sind Männer, aber kämpf du mal gegen einen Mann. Hä? Würde so gerne mal sehen, wie Frauen reagieren würden, wenn sie beim Männerfußball richtig umgeholzt werden. Die wissen schon, dass tatsächlich da die Frauen auch die bessere, also, naja. Na gut, aber was weiß ich schon. Und es verkennt halt auch so viele Sachen, ne? Es verkennt so, es ist so viele gesellschaftliche. Egal. Aber da spricht jemand von sich selbst. Hört mal. Es bereitet mir mentale Schmerzen, wie Menschen, die offensichtlich keine Ahnung von Sport haben, diese mit ihren ideologischen Geschwüren vermischen. Ich meine, er hat einen Punkt, aber ich glaube, der meint das ein bisschen anders. Ah. Das ist so unfassbar, oder? Das ist so unfassbar. Mach hier einfach Casual Transfeindlichkeit, kann man auch blockieren. Wie wieder Leute sagen, ich hätte keinen Sport gemacht. Doch habe ich tatsächlich. Tatsächlich hatten wir gemischte Teams und es hat funktioniert. Und nein, die Frauen waren nicht schlechter als die Männer. Aber gut. Auch viel nachgequatscht und grüßt, viel drüber nachgedacht zu haben. Ja, absolut. Einen guten Film zu Marsha P. Johnson und auch Sylvia Rivera im Discord geteilt. Ah, cool. Kommentare. Und ansonsten, genau, jeden Dienstag 20 Uhr sind wir auf Twitch live. Schaut da gerne vorbei. Die anderen Tage sind bei Carina vorbei. Insta-Stories dann Bescheid. Die letzten das Liebe paar Male bei Carina. Hab ich ein mega cutes Katzencafé aus einem Karton gebaut. Und schaut das Katzencafé an bei Carina. Also es war sehr cute. Und schaut Videos an bei Carina. Und ansonsten will ich sagen, vielen lieben Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank für das Video, Carina. Und es war wirklich gut. Vielen, vielen lieben Dank. Hast dafür ganz viel Liebe verdient. Hat's hier generell, aber auch damit. Oh Gott, möchtest du in den Kommentar lesen? 100% für freie Sexualität und Identität. 100%. Merkt euch das, okay? Merkt euch das.
Was die Queerbewegung für mich aber heute ist, ist eine völlige ausgeuferte Überfokussierung auf Sex und bei extrem wenigen Transzendenten auf egoistische Durchsetzung von der eigenen Freiheit auf Kosten anderer. Aber 100% dafür. Ich meine damit Eindringen in Frauenschutzräume, Teilnahme an Wettkämpfen in der biologische andersgeschlechtliche Kategorie. Und ich würde mir auf die individuelle Ebene wünschen, dass transidente Menschen keinen Schutzraum mehr bräuchten oder zumindest eigene hätten. Also doch eher so 50% dafür. Kosten anderer wie das denn? Ich weiß nicht, wie das auf Kosten anderer ist. Es ist einfach komplett diskriminierende Kackscheiße. Unfassbar. Nee, war gut. War ein gutes Video. Die Kommentare sind nur wieder ein bisschen kacki.